So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 31. August 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir wieder einen Blick auf die Märkte gönnen. Und heute natürlich ja, nicht nur eine Posteinschätzung im Hinblick eben auf Jackson Hole nochmal kurz einarbeiten, sondern natürlich uns auch die Frage stellen, was wir da eventuell jetzt für Entwicklungen in Equities zu sehen bekommen. DAX auf dem Weg in Richtung Allzeithochs, also eigentlich wie erwartet, bullische Vorgaben, aber es könnte eben durchaus in den Wochenschluss hinein nochmal etwas volatiler werden. Stichwort ADP-Zahlen bzw. Non-Farm Payrolls ganz besonders, eben ausgehend von den Äußerungen von Jay Powell in Jackson Hole, den Verweis auf die Entwicklung im Arbeitsmarkt. Das, was eben hier rettend, in Anführungsstrichen für die Bullen vielleicht beginnen könnte, eine Rolle zu spielen, ist der Umstand, dass nächste Woche Montag Labor Day ist in den USA, sprich die Equity-Märkte sind dort geschlossen. Es zeichnet sich oder es ist ein verlängertes Wochenende in den USA, was wir eben hier dann vorfinden, verkürzter US-Handel, der stattfindet und so weiter. Also entsprechende Anpassungen auch unsererseits trading-technisch sind natürlich erforderlich, besonders wenn man eben beispielsweise automatisiert seinen Handel umsetzt. Aber was in dem Zusammenhang natürlich dann jetzt interessant ist, ist, dass infolgedessen es durchaus sein könnte, dass das auch ein Event wird und demnach eben eventuell der Druck auf die Fed dann doch nicht so stark wird. Ja, wohl, es ist ja unabhängig davon, ob jetzt ein verlängertes Wochenende ist, also zunächst aber die Volatilität sich gering hält im Markt und dass das dann allerdings mit der Zeit vielleicht zeitlich verzögert eben beginnt sich wieder zu spiegeln, sollten die Arbeitsmarktzahlen gut ausfallen, dass dann eben entsprechend stärkerer Abgabedruck durch einsetzende Taper-Spekulationen und anziehende Volatilität in den Quartalsschluss hinein ein Thema wird. Also damit schauen wir oder damit beschäftigen wir uns heute. Wir haben zwischenzeitlich auch einen Retest der ehemaligen Hochs der Konsolidierungszone zwischen 1805 und 1775 in Gold auf der Oberseite zu sehen bekommen, also möglicher Long Trigger, der gefunden worden ist. Und dann wollen wir natürlich einen Blick werfen auf Zoom. Zoom hat gestern nachbörslich Zahlen veröffentlicht, eigentlich sehr gute Zahlen, so auf den ersten Blick jedenfalls, trotzdem minus 11 und 11,5% glaube ich in der Nachbörse. Und jetzt mit Fokus auf eine wichtige Unterstützungsregion, um $300 eben tatsächlich, mittlerweile fast 50% von den Hochs, die dort im letzten Jahr markiert worden sind, bei fast $600 eben korrigiert. Für einen Growth-Titel ist das eine Menge. Chance-Risiko-Verhältnis technisch, besonders auch vor dem Hintergrund der eigentlich soliden Zahlen, ist das jetzt beginnt, ein sehr, sehr attraktiver Bereich eben tatsächlich zu sein. Dennoch könnte sich kurzfristig jedenfalls ein Short-Szenario hier zunächst abzeichnen. Ja, bevor wir offiziell starten, also ihr seht, wir haben einiges auf der Agenda. Zunächst allerdings der Blick hier auf den Risikohinweis. Also der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. Es sind komplexe Handelsinstrumente, gehebelte Derivate und ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man, ob man sich für den Handel mit diesen Produkten eignet. Sollte man zu dem Schluss kommen, kann man sich auf markets.com/de eine Demo runterladen im Hinblick auf die MarketsX-Plattform. Link teile ich gleich im Anschluss eben hier an den Risikohinweis. Und darüber hinaus kann man sich natürlich auf der Webseite von markets.com natürlich auch noch mit den darüber hinaus angebotenen Produkten auseinandersetzen. Das ist nicht nur CFD und FX Trading, sondern eben auch physische Aktien, beispielsweise ETF, Invest Solutions oder Invest Lösungen könnte man es nennen. Gerne für Fragen Elena kontaktieren, schickt ihr gerne eine E-Mail, kontaktiert mich gerne, wenn es Fragen rund um die Märkte gibt, antwortet oder beziehungsweise nicht antwortet, sondern schreibt die Frage, sofern ihr die habt oder auch den Wunsch für Märkte, die ihr betrachtet sehen wollt, gerne in der Chatbox unterhalb der Aufzeichnung dieses Videos. Kontaktiert mich gerne via Twitter, kontaktiert mich gerne via meiner Webseite jk-trading.com/forum. Das ist der Forum-Tab. So, Twitter hatten wir schon. Also es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege zusammenzufinden. Ich würde mich freuen, eure Fragen zu lesen, lesen zu dürfen und auch beantworten zu dürfen. Und wir, zack, springen gleich einmal hier eben in die MarketsX-Handelsplattform. Einen Augenblick. Link dazu stelle ich kurz in die Chatbox. Zack, der müsste jetzt aufploppen. Und dann werfen wir hier einen Blick, wie gesagt, auf die Entwicklung, die wir gerade im DAX zu sehen bekommen, mit dem Run in Richtung Allzeithochs. Muss man ganz kurz jetzt hier schauen. Excellent Connection ist schon mal sehr, sehr gut, aber es ploppt leider nicht die Chatbox auf. Einen Moment. Sehr schön. So, jetzt sollte das alles übertragen werden. Ja, also wie gesagt, solltet ihr Fragen haben, stellt diese jederzeit gerne einmal in der Chatbox. Auch zu Märkten, die wir dann betrachten wollen an dieser Stelle. Hier einmal der Blick, wie gesagt, auf den DAX. Wir fangen mal vielleicht oben rechts an, zunächst auf der Stunde, um die Trendlinie, die hier gebrochen wurde, eben zum Thema zu machen. Hier kommt der Breakout, eben der den Weg in Richtung Allzeithoch ebnet. An dieser Stelle, dieser Bruch, der hier stattgefunden hat, ist, ich würde sagen, nicht zu unterschätzen. Wohl konnte so auch, denke ich, erwartet werden. Ich hatte es zumindest in diversen DAX-Analysen seit Freitag eben zum Thema gemacht.
Und wir können eben auf der Oberseite erkennen, 15.970, diesen Bereich sind wir jetzt bereits abgelaufen. Das ist die Region um die Hochs, die wir vor rund 2 Wochen hier ausgebildet haben. Gegen diesen Bereich rollten wir dann entsprechend hier über und dann gab es den letzten schärferen Abwärtsimpuls. Das war dann am Mittwoch, Querstrich eben Donnerstag, wo wir dann eben die 15.8 kurzzeitig unterschritten hatten. Nochmal das letzte Mal so ein bisschen wohler eben tatsächlich in den Markt kam an dieser Stelle. Und dann, ja, dann haben wir darüber im Grunde genommen nur noch als nächsten Zielbereich die Allzeithochs um 16.030 Punkte auf der Oberseite, die wir eben als Ziel anvisieren in diesem Zusammenhang. Vorgaben sind ganz klar long, ganz klar bullish. Das erkennen wir auch hier entsprechend an dem Trading in Relation zum EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, also mein Trendfilter für den Handelstag, mein Vorteilsidentifikator an dieser Stelle. Ich muss übrigens mal ganz kurz was hier machen, kurz einen Blick werfen. Okay, einen Moment. Interessant. Okay. Also, Vorteil ist Long, solange wir oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis eben tatsächlich traden. Wir sehen jetzt aktuell Konsolidierung im Bereich der oberen Open Range Begrenzung hier. Das ist Region 15.960, 15.970 an dieser Stelle. Möglicher Breakout, der sich dort abzeichnen könnte. Höher aktiviert folgerichtig eigentlich die Region hier um 16.020, 16.030 Punkte, also die Allzeithochs, die hier am 13. August markiert worden sind. Als erste Orientierung mit Ausblick auf den großen Verfall, fällt mir gerade auf, könnten wir mal kurz einen Blick werfen aufs Verfallstagdiagramm. So. Müssen wir kurz warten, dann muss nämlich die Daten hier entsprechend laden. Also Verfall ist am September, am 22. Moment, 22. stimmt das? 24. 22. Einen Augenblick, guck mal eben. 17. Verzeihung. Wie komme ich denn auf den 22? 22. komme ich deswegen, weil da die Fed-Sitzung ist. Genau, das ist das Fed-Statement. Also 17. September ist der Verfall. Das ist also jetzt am Freitag in 2 Wochen. Was wir jetzt in diesem Kontext hier machen wollen. Möchte nicht reagieren. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So wird es vielleicht ein bisschen besser. So. Also da haben wir auf der Oberseite eben die Möglichkeit, hier mögliche Kursziele zu identifizieren, ausgehend vom Open Interest geschriebener Calls an dieser Stelle. 16.400 sehen wir, ist die höchste Erhebung. Und dann eben stückweise höheres Open Interest hier, 16.000, sehr wahrscheinlich durch den Umstand, dass es einfach ein rundes Level ist, beziehungsweise dann in 100 Schritten nach der gleichen Überlegung an dieser Stelle. 16.1 hätte ich als erste Orientierung auf der Oberseite, sollten wir über 16.000 Punkte brechen und stabilisieren können und dann auch vielleicht hier schon erste Absicherungsgeschäfte einsetzen, weil der eine oder andere sagt, sieht nicht danach aus, als wenn hier sich das in Anführungsstrichen lohnt, auf diesen Bereich eben Call zu schreiben. Mit Ausnahme jetzt natürlich, das ist Teil einer komplexeren Optionsstrategie dann an dieser Stelle. Vielleicht eher Orientierung an der 16.2. Aber ein Bruch über 16.000 Punkte aktiviert tatsächlich schon Aufschlagspotenzial. Besonders sollte es dann seitens der US-Märkte freundlich bleiben. Eben Potenzial, welches uns in Richtung der 16.400er Gefilde eben hier auf der Oberseite führen könnte. Und ja, nunmehr, das sind eigentlich so die Kursziele, die sich hier aus verfallstagstechnischer Perspektive skizzieren lassen. Man bewerte es bitte nicht über. Das ist wichtig an dieser Stelle. Der Verfall ist noch 2,5 Wochen hin. Also das heißt, da wird noch viel passieren in diesem Zusammenhang. Wir haben in der Zwischenzeit, haben wir eben, wie gesagt, noch die ADP-Zahlen, die morgen veröffentlicht werden. Die NFPs am Freitag ganz besonders. Die sind deswegen brisant, weil eben ein ganz konkreter Verweis seitens Jay Powells auf das auf dem Jackson Hole Symposium in Bezug auf den Arbeitsmarkt gemacht wurden. Also sprich, sollte hier entsprechend eine deutlich positive Tendenz, ein positiver Impuls geliefert werden für die US-Konjunktur im Allgemeinen, dann ist in diesem Zusammenhang eben davon auszugehen, dass die Fed eher früher als später entsprechend eben eine Reduktion ihrer Anleiheaufkäufe potenziell auf den Weg bringt. Also das ist durchaus etwas, was es hier im Hinterkopf zu behalten gilt. Das könnte natürlich dann dazu führen, dass entsprechend eben es entweder zu einem Überrollen kommt und einem schärferen Abwärtsimpuls, wobei eben das Open Interest geschriebener Putz hier nicht so eine große Rolle spielt. Alternativ könnte natürlich auch ein sehr, sehr enttäuschender Datensatz vom Arbeitsmarkt dazu führen, dass wir eben regelrecht in eine Squeeze auf der Oberseite gehen und dann eben
am spätestens hier um 16:04 dann eventuell ein Widerstand sich entsprechend findet. Also es wird noch viel, viel Zeit vergehen in diesem Zusammenhang. Als erste Orientierung ist das aber vielleicht hilfreich, da einen kurzen Blick drauf zu werfen. Für den heutigen Tag, wie gesagt, solange wir oberhalb des EMA 50 handeln, sehe ich keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass es zu einem Push in Richtung der Allzeithochs eben tatsächlich kommt. US-Märkte präsentieren sich weiter unfassbar freundlich. Hier in dem Zusammenhang kurzer Blick auf den S&P 500. Wir haben die Möglichkeit, ja, diesen Aufwärtstrendkanal zu unterteilen, in Anführungsstrichen. Also das heißt noch einmal ein Aufwärtstrendkanal, ein Sub-Aufwärtstrendkanal, so möchte ich das vielleicht mal nennen, hier in diesem Aufwärtstrendkanal in Türkis eben entsprechend einzuzeichnen. Den Bereich können wir jetzt übrigens rausnehmen. Und demnach eine Orientierung auf der Oberseite, verlaufend potenziell um roundabout 4600 Punkte. Also hier sieht man, auch wenn es ein bisschen verzerrt, aber ungefähr kann man noch ein bisschen besser eben hin. Das könnte die potenzielle Region sein, die wir dort auf der Oberseite anlaufen. Hier oben rechts haben wir die Stunde. Ist mittlerweile ein sehr, sehr steiler Verlauf, der sich hier abzeichnet. So. Zack. Also das bedeutet hier an dieser Stelle, das ist eine potenzielle Trendlinie vor dem Hintergrund, dass das recht überdehnten Modus vielleicht ein kurzer Pull-in, vielleicht ein kleiner Flush Richtung 4520, 4525. Aber sofern diese Aufwärtstrendlinie gehalten werden kann, also selbst wenn die nicht gehalten werden kann, und es kommt zu einem kurzen Break darunter, finden wir um 4500 Punkte eine relativ starke Unterstützungsregion eigentlich schon hier. Und gegen diesen Bereich könnte es dann eben den nächsten Schub aufwärts geben, der uns, wie gesagt, in Richtung 4600 Punkte führt. Also egal, wie man zu dem aktuell massiv manipulierten Marktumfeld steht, konstruiert durch eben den entsprechenden geldpolitischen Stimulus seitens der Fed. Egal wie kritisch man sich absolut berechtigt diesbezüglich äußert, eins steht außer Frage, das ist ein aktuell ultra starkes Marktumfeld, in dem du einfach wirklich vorsichtig sein solltest, dich gegen dieses vorherrschende bullische Momentum eben zu stellen. Und eher weitere Aufschläge mit Ziel 4600 Punkten eben erwartet werden sollten, als dass es hier zu einem großen Einknicken kommt. Das kann sich durchaus ändern. Jederzeit möchte man fast sagen. Wie gesagt, wir erinnern uns dran. Wir hatten ein sehr ähnliches bis gleiches Umfeld eigentlich im letzten Jahr hier im September, beziehungsweise August, Verzeihung, gar nicht mal, Ende Juli, August und dann mit Beginn September gab es eben einen Knacks und dann kam es eben zu diesem Rollover. Ein Hauptgrund für diese Squeeze damals auf der Oberseite, der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, waren eben diese massiven Exzesse, die wir hier im optionstechnischen Bereich haben sehen können, erkennen können. Nämlich ausgehend eben vom Umstand, dass wir diese Bewegung einer sogenannten Gamma-Squeeze zuschreiben mussten. Also das sprich, Retail-Trader, Privatanleger haben größtenteils aus dem Geld notierende Optionen gekauft, die dann den entsprechenden Absicherungsbedarf bei den Verkäufern, also bei den Market-Makern, Querstrich bei den Stillhaltern dieser Optionen eben nach sich gezogen haben. Und irgendwann sind dann die Strikes entsprechend überschritten worden. Es kam zu so einem Reinforcement, zu so einer Kaskade oder beziehungsweise zu solch einer sich selbst beschleunigenden Prozess, so könnte man es vielleicht nennen, der dann immer mehr Absicherungskäufe auf den Weg gebracht hat und die dann eben diese starke Aufwärtsbewegung nach sich gezogen hat. Und jetzt ist es dann allerdings so gewesen, dass irgendwann der Absicherungsbedarf nicht mehr gegeben war und dann potenziell hier eben entsprechend die Unternehmen angefangen haben, ihre Exposure diesbezüglich zu reduzieren, besonders im Tech-Bereich. Also das ist jetzt dann zwar der S&P, aber auch hier spielen natürlich dann Big Tech-Names wie beispielsweise Fangman, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Nvidia eine ganz, ganz wesentliche Rolle, dass das dann eben hier diese scharfe Korrekturbewegung von 10% auf den Weg gebracht hat. Also durchaus denkbar, dass so etwas stattfinden könnte. Es könnte plötzlich aus dem Nichts kommen. Wir hatten damals von 3,85 bis im Tief sind wir gehandelt von 94. Also es waren 180 Punkte innerhalb eines Handelstages. Scharfe Abschläge. Es war natürlich ein etwas anderes Marktumfeld. Wir müssen uns an der Stelle daran erinnern, vielleicht. Ich gehe mal ganz kurz auf den VIX. Den Volatilitätsindex. Wo haben wir den? Da. Den Volatilitätsindex auf den S&P. Und den gucken wir uns mal auf Tagesbasis an. So. Als wir letztes Jahr diese Entwicklung gesehen haben, da haben wir um 20 und oberhalb von 20 Punkten sogar notiert. Also wir haben in diese Rallye auf neue Allzeithochs sogar ein Anziehen der Volatilität zu sehen bekommen, was übrigens diese Gamma-Squeeze-Überlegung eben hier noch einmal unterstreicht. Und dann gab es eben diesen kurzen Spike innerhalb weniger Tage. Also das war hier dieser Ausverkauf, der da stattgefunden hat an diesem Tag. Was aber den ganz entscheidenden Unterschied macht,
Im Gegensatz zu heute ist, damals hatten wir Volatilitätsniveaus hier im Blick auf den S&P, die oberhalb von 20 Punkten lagen. Also wir befanden uns deutlich auf dem Rückzug, ausgehend von dieser massiven Corona-Volatilitätsexplosion, die da stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir eben im Vergleich zu den aktuellen Niveaus elevated Volatility Levels gesehen. Also das heißt, eine Volatilität oberhalb von 20 Punkten, die eben hier das Umfeld ein bisschen angespannter haben sich präsentieren lassen, so will ich es mal formulieren. Neben jetzt mal dem Umstand auch, dass wir im letzten Jahr beispielsweise hinsichtlich der Impfung noch keinerlei Fortschritte gemacht haben, Rückkehr also zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Normal, gesellschaftlichen Normal, was wollen wir vielleicht, so weit wollen wir nicht gehen, aber dass eben das alles noch Unsicherheitsfaktoren waren, die dann eben im letzten Jahr mit Anfang eben am September, das hört sich jetzt so dramatisch an, was es eigentlich nicht war, wir haben dann eben scharfen Pullen gesehen, kurze Korrekturbewegung Mitte Oktober, nochmal diese Tests, die Tiefs getestet und dann kam eben hier, ich nenne sie jetzt mal die US-Präsidentschafts-Biden-Rallye, wie auch immer wir sie nennen wollen. Auf jeden Fall dann dieser Run auf neue Allzeithochs eben, der stattgefunden hat Anfang November und dann eben die entsprechende Drift, also Jahresendrallye würde man das eventuell anders nennen, eben entsprechend eingeleitet hat. Es sollte allerdings uns so ein Warnsignal geben. Also wir sind immer noch in einem saisonal bekannt bärischen Fenster. Wir haben aktuell keinen Grund, skeptisch zu sein, nicht davon auszugehen, dass wir hier höhere Hochs markieren, dass der Markt eben seinen bullischen Modus fortsetzt. Jackson Hole hat einen entsprechenden Impuls geliefert. Es gibt Liquidität. Es gibt in dem Zusammenhang jetzt einen Feiertag in den USA, der sowieso einen ruhigen Handel begünstigt. Wir haben in dem Zusammenhang einen VIX auf dem im Rückwärtsgang. Also es spricht einiges dafür, dass eigentlich eher die Long-Seite zu favorisieren ist. Aber genau aus dieser Selbstgerechtigkeit, das ist vielleicht das falsche Wort, aber aus diesem Umstand erwächst eben das Risiko, dass dann schlagartig es zu einem scharfen Impuls niedriger kommt. Aktuell vielleicht getragen durch einen Blockbuster-Job-Report am Freitag, vielleicht dünnes Marktumfeld durch den Ausblick auf eben Jackson Hole, schärfere Korrekturbewegung, die eingeleitet wird, die sich dann in der Folgewoche fortschreibt, weil der Markt jetzt beginnt, doch aggressiver ein Taper einzupreisen, weil die Fed es kaum seitens des Marktes zumindest so angenommen, kaum noch rechtfertigen kann, geldpolitisch derart weiter expansiv aktiv zu bleiben. Wäre eine Möglichkeit. Wo auch immer der Impuls herkomme, wir würden uns mit Sicherheit freuen, weil die aktuelle niedrig volatilen Gegebenheiten mit Sicherheit alles andere als attraktiv zum Handeln sind derzeit. Also jedenfalls im Hinblick auf Marketplace. Es gibt sicherlich Einzeltitel, die von Interesse sind, die da durchaus Spannung versprechen, aber im Indexbereich sind wir hier keineswegs in wirklich attraktiven Gefilden derzeit unterwegs. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Longseite zu favorisieren. Fertig. Wie gesagt, kurzer Pull-in vielleicht denkbar. Sollten wir dann diese Trendlinie im Falle des S&P 500 hier brechen, könnte das vielleicht mal einen Push nochmal in Richtung der 4500er Region nach sich ziehen. Aktuell sieht es allerdings eher danach aus, dass wir uns auf den Weg in Richtung der 4600er Region eben tatsächlich machen. Auch wenn das volatilitätstechnisch nicht wirklich spektakulär ist. Was sich heute potenziell volatilitätstechnisch spektakulär darstellen könnte, ist das, was wir in Zoom zu sehen bekommen. Wirtschaftsdatenkalender ist dahingehend dünn, dass wir heute nur Inflationszahlen aus der Eurozone sehen. Da werden wir gleich drauf eingehen. Wir werden einfach jetzt noch die nächsten Minuten ein bisschen hier mitzubringen, den Einzeltitel zu diskutieren. Also in dem Fall Zoom. Wir werden dann auf den Print eingehen, Euro Inflation. Also hier wird mit 2,7% erwartet. Schauen wir mal, wo die Zahl veröffentlicht wird. Gestern die Inflationszahlen aus Deutschland haben ja einen Uptick gesehen über der Erwartung. Das heißt, es könnte auch hier dann, ausgehend vom Umstand, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist, einen Uptick geben. Das ordnen wir dann entsprechend ein. Wie gesagt, zunächst der Blick aber einmal auf Zoom und auf diesen Print gestern. Ich war überrascht. Also, ich habe natürlich geguckt. Ich wusste, Zoom veröffentlicht Zahlen. Ich wusste, Zoom ist ein Growth-Titel. Ich wusste, Zoom begünstigt da oder ist potenziell begünstigt, eventuell auch eine schärfere Korrektur. Nee, Korrektur ist das falsche Wort. Volatilität zu sehen zu bekommen. Wie komme ich dazu? Nun ja, weil wir einfach mit einem Growth-Titel zu tun haben, der im Rahmen des Hypes letztes Jahr, ganz besonders hier, fast Kurse um $600 gesehen haben und wir jetzt derzeit fast, wie wir es gleich sehen werden, also wir haben um 3,46 geschlossen, da handeln wir nicht mehr, wir handeln jetzt um $300, nahezu jetzt wieder 50% Korrekturniveaus eben sehen. Und das überrascht deswegen, also erstmal für Growth-Titel sind 50% Korrekturbewegungen dahingehend von Interesse, weil sie einfach hier längerfristig sollten die Wachstumsaussichten weitergegeben sein, eher
bullisches Potenzial beinhalten. Das Interessante ist jetzt aktuell, wir sehen auf diese aktuellen Abschläge sogar auf den Earnings Report ein mögliches Gap Down mit dem Potenzial eines Flushs tiefer, was dann vielleicht für den einen oder anderen längerfristig orientierten Trader oder Investor an der Stelle eher sogar auch institutionellen Spieler vielleicht am Zoom interessant werden lassen könnte. Aber der Reihe nach. Also, wir haben gestern, wie gesagt, Earnings zu sehen bekommen. Die waren gut. Also, hier ist CNBC. Zoom Shares, ja, das steht schon in der Headline, 10% unter Druck geraten. Also, hier kurz die Zusammenfassung dieses Artikels. Posted a higher than expected earnings forecast for the full year, but the revenue guidance exactly, das interessante Wort, but the, also aber die Revenue Guidance, also das heißt also die Prognose jetzt für das zukünftige Quartal, hat ziemlich genau eben die Erwartung der Street erwartet. Das wiederum ist etwas Besonderes für einen Wachstumstitel, der lebt davon, über der Erwartung liegende Wachstumsaussichten zu prognostizieren oder zu zeigen. Und dass das hier nicht stattfindet, das ist dann eben enttäuschend und das resultiert oder das zeigt sich dann, spiegelt sich dann eben entsprechend wieder hier in solch scharfen Abschlägen in der Nachbörse. Wie gesagt, Earnings per Share, Gewinn pro Aktie 1,36 Dollar, 1,16 erwartet, Gewinn pro Aktie also über der Erwartung, Revenue 1,02 gegen 991 fürs vergangene Quartal. Was uns aber interessiert im Hinblick auf Growth-Titel, Wachstumstitel, ist das, was sehen die in der Zukunft. Und genau da, ja, genau da haben sie eben jetzt hier eben nur die Erwartungshaltung erfüllen können. Also aktuell sieht man eben hier eine Revenue Guidance für das nächste Quartal von 1,07 bis 1,08. Gewinn pro Aktie gegen 1,09 erwartet, also leicht unter der Erwartung, aber immer noch enttäuschend aus der Perspektive und eben entsprechend ein Revenue, der ebenfalls nur im Bereich dessen lag, was die Street erwartet hat. Und das ist eben etwas, das besonders ein Growth-Titel, der schon sehr stark gelaufen ist, dann eher scharf korrigieren lässt. Jetzt allerdings der Punkt, und das ist interessant, also wenn man so ein bisschen das auch längerfristig betrachtet. Wir haben zum Beispiel hier angekündigt, dass die Five9, Software-Provider, Cloud Contact Center Software-Provider Five9, ich habe keine Ahnung, wofür die genau stehen, aber Cloud Services ist auf jeden Fall ein heißes Topic. So viel können wir schon mal sagen an der Stelle. Die wollen die auf jeden Fall kaufen. Und the deal comes after Zoom gained millions of new users after Corona Inversion und so weiter. Also das heißt, die haben jetzt diese Aufschläge in der Aktie offensichtlich investieren dieses mehr an Liquidität, um ihr Geschäftsbereich zu erweitern, haben in dem Zusammenhang, mal gucken, welcher Absatz war das hier, Gross Margin zum Beispiel. Also das heißt, die Gewinnmarge auch steigern können, die sich potenziell nochmal weiter eventuell sogar steigert durch jetzt entsprechend diese Akquisition, die hier stattfindet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Wachstumsaussichten für Zoom sind verhältnismäßig solide bis sehr gut eben tatsächlich. Und dass wir jetzt eine derartige enttäuschende Reaktion sehen, also ich habe das hier in der Nachbörse, hatten wir gerade, hat es der eine oder andere vielleicht schon gesehen, dass wir jetzt eben um 300 Dollar hier notieren, dass wir solche Abschläge sehen und auch relativ hohem Volumen auch in der Nachbörse, das scheint mir ehrlich gesprochen ein bisschen übertrieben zu sein. Und jetzt wird es allerdings interessant. Es stellt sich für uns halt die Frage, was können wir kurzfristig als Daytrader daraus machen? Was können wir auch längerfristig vielleicht als mittelfristig investierende Trader, Querstrich Investoren daraus machen? Also, erstens, als Trader würde ich hier die 305 als Inflection zur Markteröffnung sehen. Sprich, ich würde in dem Zusammenhang einen Bruch unter diesem Bereich als Short Trigger vielleicht sogar in Betracht ziehen. Also allerspätestens hier mich dann short positionieren wollen. Auch mit einem verhältnismäßig engen Stop. Also ich meine, die ATR in dem Titel ist verhältnismäßig weit. Also das heißt, wenn ich mit 20% ATR-Stop arbeite, ich habe jetzt hier mal bei Finwiz, ich habe das jetzt hier in dem Chart nicht aufgemacht. Wir könnten uns das natürlich auch hier angucken, zum Beispiel. Ja, hier die 22, da sehen wir, die ist bei 12,60 Dollar ungefähr. Also wir arbeiten nur mit 2,50 Dollar Stop, Pi mal Daumen, über den Daumen gepeilt, maximal 3 Dollar. Sollten wir eben nur ATR-basiert eben unseren Stop setzen. Dann ist es eben so, dass wir sagen, okay, mit Break unter die 305 kommt ein psychologisch relevanter Bereich um 300 relativ zügig eben hier in den Mittelpunkt des Geschehens. Also wir könnten sogar mit Unterschreiten der 305 nicht nur die 300 anlaufen, sondern sogar nochmal schärfer, vielleicht sogar unter die 300 setzen. Vielleicht setzt dann so eine Art vielleicht sogar Panikverkäufe ein, könnte durchaus eine Option sein.
die dann vielleicht auch in einem verhältnismäßig hohen Volumen, sogenannten Volume Spike, also einer hohen Umverteilung, sich dann widerspiegelt. Also das heißt, dass eben hier entsprechend ein Spike stattfindet in eine scharfe Abwärtsbewegung, so eine Art Verkaufskapitulation, vielleicht so könnte man es nennen, einsetzt. Ja, und dann wird es interessant. Also das würde ich von der Short-Seite spielen. Also Break unter die 305, Opening, bärischer Opening Drive, Short Bearish Opening Drive, Push Richtung 300 und drunter. Würde dann allerdings, nicht zwangsläufig heute vielleicht, aber würde auf jeden Fall diesen Bereich, diese Region hier genauer beobachten, weil jetzt wird man nämlich feststellen, hier ist die ungefähr 305er Region, das ist so der Bereich der März-Tiefs, beziehungsweise, ja, das sind ziemlich genau sogar die März-Tiefs, beziehungsweise hier haben wir nochmal den Bereich das sind die Mai-Tiefs. Können wir auch ein bisschen verlängern, die Linien, dann sieht man hier, das ist ein ehemaliger Auflagepunkt, ziemlich genau, um hier die Hochs, die sich dort ausgebildet hatten im Juli 2000 und 20, bevor es dann in diesen vertikalen Crazy Move eben auf der Oberseite eben ging. Aber wenn wir jetzt also nochmal, wenn wir jetzt diesen Drive zu sehen bekommen, das ist hier nicht relevant, weil das wird alles gedowngapped in Anführungsstrichen, das spielt da keine Rolle. Ich guck mal kurz, kommen wir so weit überhaupt zurück? Naja, das macht keinen Sinn. Das ist Quatsch. Also konzentrieren wir uns hier auf diesen Bereich. Wenn wir also in den Gefilden um 300 jetzt hier entsprechend eröffnen, da, das ist so ungefähr dieser Bereich, hier so 300, da diese Region 305, also in diesen Gefilden eröffnen und diesen Flush sehen in Richtung dann 300 unter die 300, uns aber gegen diesen Bereich beginnen zu stabilisieren, also das heißt in diesen Gefilden hier anfangen eine Konsolidierung einzusetzen oder eine Bodenbildung einzusetzen oder einzuleiten, dann ist das eventuell für ein Unternehmen, welches einen derart hohen Wachstumsausblick hat. Ich gucke mal ganz kurz einen Moment. Einen Augenblick. Ich muss mal eben auf meinen kleinen Spickzettel gucken. Zoom. Ja, Forward Growth Rate liegt ungefähr bei 40%. Das ist schon eine etwas ältere Betrachtung. Aber das ist durchaus etwas, was sehr, sehr wachstumsstark ist. Ich glaube auch der ARK Innovation ETF von Katie Wood hat eine relativ hohe Exposure in den Top 10 tatsächlich. Guck mal ganz kurz hier drin. Innovation ETF. Ich kann gleich auch mal den Link zeigen. Dann haben wir hier auch eine. Ja. Moment. Zeig dich mal ganz kurz hier. Also, das ist der ARK Innovation, das ist die offizielle Webseite von ARK Invest hier von Katie Wood an der Stelle, die da als Orientierung relativ gut fungiert. Teladoc, Tesla hatten wir schon mal und Zoom spielt innerhalb der Top 10 ebenfalls eine relativ große Rolle. Ich wäre an der Stelle wirklich überrascht, wenn hier in diesem Bereich jetzt um 300 nicht ARK als aggressiver Käufer vielleicht nochmal auftritt. Also ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass das einer der Big Player eben ist, der in diesem Bereich und auch ausgehend vom Umstand, dass die sehr transparent auftreten. Das heißt also, du kannst sehen, was für eine Position die hier entsprechend akquirieren. Wenn die in diesem Bereich jetzt als Käufer auftreten, dann könnte das eben auch in Anführungsstrichen Trittbrettfahrer, in Anführungsstrichen nach sich ziehen, die diese Region eben dann hier als mögliche Kaufregion eben in Betracht ziehen. Also das scheint für längerfristig orientierte Wachstumsinvestoren scheint das ein durchaus interessanter Bereich zu sein. Also wie gesagt, der Earnings Report war wirklich stark. Ich glaube, dass das ein bisschen overdone sieht es aus auf der Unterseite. Es ist durchaus ein Bereich, den ich dann auch längerfristig für Zoom als interessant erachte. Besonders vor dem Hintergrund, dass wir eben fast 50% korrigiert haben an der Stelle. Eine immer noch sehr, sehr solide, sehr starke tatsächlich Growth Rate eben haben. Und das dann eben in Erwartung auch, dass die Fed ihren geldpolitisch expansiven Kurs fortführen wird. Und das hat uns Jackson Hole geliefert. Also das muss uns klar sein, dass das eventuell ein interessanter Bereich ist, der dann für auch mittelfristige Engagements von Interesse ist. Also einfach mal so als kleinen Anstoß, sich das näher zu betrachten. Der eine oder andere wird sich nämlich die Frage stellen, naja, Cherry-Picking ist jetzt so ein bisschen angesagt, weil wenn ich mir nämlich den breiten Tech-Bereich anschaue, Growth-Bereich anschaue, dann ist nachvollziehbar, dass ich hier in Nasdaq eventuell in den Gefilden nicht mehr unbedingt long traden möchte. Und dann stellt sich schon so ein bisschen die Frage, welche Titel könnten sich denn da anbieten? Und ich glaube, Zoom hat nach den Earnings gestern und dieser etwas übertriebenen Reaktion auf der Unterseite und auch der technischen Konstellation da vielleicht einen ganz interessanten Bereich, der da für längerfristige Engagements von Interesse sein könnte. Auch Tesla präsentiert sich weiter bockstark.
Da vielleicht auch nochmal ein kurzer Blick drauf. Diese Trendlinie ist hier gehalten werden, konnte gehalten werden. Ich hatte ja gesagt, ich würde da die Bäume auf der Unterseite nicht unbedingt in den Himmel wachsen sehen. Möglichkeit eines Breaks tiefer, Bestand, klar, Taper-Diskussion und dergleichen. Aber hier zeigt sich eben, dass wir offensichtlich eher wieder aufdrehen und jetzt auf der Oberseite uns eher nochmal in Richtung der 800er-Region eben hangeln. Könnte der Vorbereiter sein dann in Bezug auf diesen thematisierten Breakout über $900, den wir vor einiger Zeit schon mal thematisiert hatten, wo ich gesagt hatte, dass hier der Bereich um, ja, nicht nur 900, sondern neue Allzeithochs darüber, die Tausender-Region, $1.500 vielleicht sogar ein Thema werden, sollte eben sich dieser Wachstumsausblick einerseits weiter bestätigen, es verhältnismäßig ruhig im Markt bleiben, die Fed also weiter Liquidität ins System geben, dann sind eben dann auch beispielsweise Titel wie Tesla hier durchaus attraktive Growth-Kandidaten, ausgehend von ihren massiven Wachstumsausblicken, die sie eben haben, ergänzend zu Zoom an der Stelle. Ob die Niveaus jetzt allerdings aus trading-technischer Perspektive so attraktiv wären, also vor dem Hintergrund, wenn man es plant, längerfristig zu halten, könnte ich mir vorstellen, sind das auch noch relativ attraktive Niveaus, aber da reden wir von anderen Zeithorizonten. Also da reden wir nicht von der kurzfristigen Basis oder kurzfristigen Betrachtung. Ich würde sagen, hier ist aktuell die 730 eben so die Key Inflection für kurzfristig orientierte Trader. Sollten wir diese brechen zur Eröffnung, sollten wir uns oberhalb konsolidieren zeigen, dann wäre das eventuell der Treiber, der uns Richtung 800 führt. Man habe aber, wie gesagt, so ein bisschen im Hinterkopf, das gilt auch für Zoom an der Stelle, man habe so ein bisschen im Hinterkopf, wir haben das Risiko, starke Arbeitsmarktzahlen, Spikes in Zinsen, Taper-Diskussion, die angestoßen wird, wie auch immer gering der Taper-Ausfall mag, wir laufen auf einem unglaublich heißen Umfeld und potenziell tönernen Füßen und jede Andeutung, jedes Zucken in Richtung Reduktion der Anleiheaufkäufe könnte eben einen scharfen Pull-in eben dann nach sich ziehen, der sich mit Sicherheit dann auch in Titeln wie Tesla oder beispielsweise Zoom widerspiegeln dürfte. So, ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox im Hinblick auf Fragen. Okay. Okay. Oh, das ist ja spannend. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich sehe gerade, dass der Stream unterbrochen wurde. Okay. Also ich sehe gerade den Stream, der Livestream hier bei YouTube ist weg. Warum? Also es hat nichts mit meinem Internet zu tun oder dergleichen. Also ich streame auch weiter auf Twitch. Ja, an der Stelle. Okay. Das ist jetzt sehr spannend. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also es wird alles gestreamt. Also es wird hier alles übertragen auf jeden Fall. Hier wird auch alles gestreamt. Okay, fair enough. Ja, dann mache ich erstmal die Aufnahme fertig an der Stelle und schau mal gleich im Anschluss, warum der Stream jetzt hier, der Livestream unterbrochen wurde. Also, Tesla, Zoom. Tesla, Zoom. Gold. Blicken wir mal auf Gold. Werfen wir einen Blick hier auf Gold an der Stelle. Also, wir haben den Ausbruch aus dieser Konsolidierungszone haben wir hier zu sehen bekommen. Break eben hier an der Stelle. Gegünstigt, getriggert durch, getrieben durch. Entsprechend hier. Getragen durch die Entwicklung, die wir durch Jackson Hole auf den Weg gebracht gesehen haben. Ich hatte gestern dann in diesem Zusammenhang, hatte ich gesagt, dass hier der Retest dieser ehemaligen Hochs möglicherweise ein interessanter Bereich für Long-Engagements ist. Es könnte sein, dass der nicht ganz getriggert wurde, tatsächlich, weil ich dachte nämlich, ich habe jetzt gerade festgestellt in der Vorbereitung, dass ich den Bereich um 8,05 meinte. Im Tief sind wir hier gehandelt worden in der Kerze bei 8,07, 8,0750. Es könnte durchaus sein, dass wir hier in diesem Zusammenhang eben diesen Fill auf 8,05 nicht be bekommen haben. Aber rein von der research-technischen Perspektive ist das auf jeden Fall hier ein potenzieller Long-Einstiegsbereich mit Stop unterhalb dieser Konsolidierung. Wir sind dann mit roundabout $30 Risiko in dem Trade drin. Und das Interessante in dieser Konstellation ist eben, dass wir hier kurz vor eben einer Attacke auf und Bruch über in der Stelle eben die 830er-Region stehen. Also eine signifikanten Widerstandsregion.
die dann hier eben mit Bruch auf den Weg gebracht werden, den Bereich um 1.900 US-Dollar pro Feinunze aktivieren könnte. Das Attraktive bei diesem Bereich ist nun, das sollten wir diesen Bereich attackieren, dass wir dann hier auf der Stunde eben beginnen, höhere Hochs zu markieren. Also das heißt, nach dem Ausbruch, Retest der Ausbruchregion, höhere Hochs markieren, uns das den technisch sauberen Grund liefert, den Stop eben hier auf Break-Even nachzuziehen, dann also das Risiko aus dem Trade komplett rauszunehmen und dann im Grunde genommen zu sagen, jetzt schauen wir einfach mal, ob der Break eben hier an dieser Stelle dann vollzogen wird, höher vollzogen werden kann oder aber ob wir eventuell gegen diesen Bereich abprallen. Was wir machen könnten in diesen Gefilden ist, dass wir beispielsweise einen Teil eben an Gewinn schon in diesem Bereich realisieren, dass wir zunächst einmal, weiß ich nicht, 25% vielleicht in dem Bereich runter rausnehmen aus dem Trade, den Rest des Stops eben auf Break-Even halten, dann haben wir einen kleinen Profit für den Trade bereits generiert. Sollte es dann nochmal zu einem Retest hier dieser Region um 1820 kommen, wäre das vielleicht eine Region eben sich nochmal long zu positionieren, hinzuzunehmen, das was wir vorher rausgenommen haben, eventuell sogar ein bisschen mehr. Und dann an der Stelle einfach darauf zu spekulieren, dass es dann früher oder später zu dem Break über die 8.30 kommt mit dem Run in Richtung und über die 1.900er Marke und höher eben. Und dass wir dann in diesem Zusammenhang eben potenziell vielleicht vor dieser kleinen Rallye stehen, die eben begünstigt wird durch das aktuell fundamental weiter Gold eher deutlich bevorzugende Bild. Also sprich, hier haben wir es. Und zwar die Realverzinsung, die eben, das hatte ich gestern schon gezeigt, die eben sich deutlich wieder unter -1% eben stabilisiert nach den Äußerungen von Powell in Jackson Hole eben. Und das ist eben durchaus etwas, was hier an dieser Stelle eben Berücksichtigung finden sollte und was an der Stelle eben dann auch der mögliche global makroökonomische Trigger für diesen Run höher eben tatsächlich in Gold ist. Sofern es natürlich keine nochmal dramatisch einsetzende Taper-Spekulation in irgendeiner Form eben dann zu sehen gibt und hier nicht in irgendeiner Form Spikes in Zinsen dann diese jüngst jetzt auf den Weg gebrachte deutliche Rückeroberung der 1800er Marke eben wieder ins Wanken bringt oder zurücksetzen lässt, uns unter dieses Niveau eben entsprechend. Ja, das also im Hinblick auf Gold. Jetzt mache ich mal ganz kurz einmal hier den Euro-US-Dollar auf. Ja, wir sehen, da passiert gar nichts. Das bedeutet also, dass die Inflationszahlen, die da gerade veröffentlicht worden sind, dass die offensichtlich keinerlei Auswirkungen gehabt haben. Wir gehen mal kurz auf die Euro-Area. Ich mache mal hier kurz ein Update. So, 3%. Ja, sieht eher danach aus, als wenn der Inflationsdruck sich weiter aufbaut. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Äußerst interessant, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier gerade parallel mal ganz kurz den Livestream noch die Seite aufgemacht. Ich bin ein bisschen irritiert, warum jetzt just bei 25 Minuten bzw. bei 30 Minuten sofort unterbrochen wird, der Livestream. Sieht ja noch aus, also 25 Minuten, 30 Minuten. Bis dahin hatten wir eigentlich immer eine Stunde gestreamt gehabt, jedenfalls bis letzte Woche Freitag. Ich glaube, ich muss da mal gucken, ob sich da irgendwas geändert hat, irgendwie bei den YouTube-Geschäftsbedingungen oder dergleichen. YouTube Livestream Cap, vielleicht, gibt es da was? Hat da jemand vielleicht irgendwelche Informationen? Nee, eigentlich nicht. Einschränkungen. Ja. Interessant. Ich verstehe. Also es gibt zwar Einschränkungen, aber die sind offensichtlich hier nicht, die spielen keine Rolle. Ja, gut, okay. Was auch immer der Grund ist, vielleicht kann mir jemand im Anschluss ganz kurz zeigen, woran es da vielleicht liegt. Also ich lade auf jeden Fall die Aufzeichnung, die lade ich auf jeden Fall hoch. So viel kann ich schon mal an der Stelle eben versprechen. Wie gesagt, bei Twitch gibt es keine Schwierigkeiten. Gut, also Inflation Rate, 3% veröffentlicht worden, also über der Erwartung an dieser Stelle
Fügt sich also ein, eben in diesem Zusammenhang an die gestern veröffentlichten Inflationszahlen aus Deutschland, die auch bei oder im Bereich um 4 Jahreshochs veröffentlicht wurden. Ich glaube, auf dem höchsten Niveau seit Anfang der 90er Jahre. Also keine Überraschung, dass aktuell eben der Inflationsdruck weiter zunimmt. Wir sehen, das ist, finde ich, ganz interessant. Aber ich glaube, ich würde da an der Stelle würde ich widersprechen wollen, weil ich nicht glaube, dass die EZB da wirklich eine Möglichkeit hat. Da steht nämlich, beziehungsweise ich ziehe meinen ganzen Satz hier. Da kann man nämlich erkennen, that matched the highest rate of inflation since November 2011, also die höchste Inflationsrate seit 2011. Damals ist allerdings der Inflationspush, der stattgefunden hat, begünstigt gewesen durch den Umstand, dass wir eine deutliche Abwertung des Euros, Stichwort auch in der Euro-Schuldenkrise und dergleichen zu sehen bekommen haben. Also ich gucke mal ganz kurz, ob wir so viel Kurshistorie haben. Müssten wir aber eigentlich. 2011? Nee, nur bis 2015, okay. Also, wir kamen da auf jeden Fall von deutlich elevated levels. Also von über 1,50 ist der Euro damals stark unter Druck geraten eben. Und also, das war Inflation, nicht Inflations, Währungskurs, Wechselkurs induziert, was wir noch zu sehen bekommen haben. Was wir jetzt in dieser Konstellation einfach hier zu sehen bekommen, ist eben, dass wir Inflationsdruck resultierend aus eben der Geldpolitik in Verbindung mit der Unterbrechung der Versorgungs- oder Versorgungsengpässen beziehungsweise Lieferkettenunterbrechung eben zu sehen bekommen. Und diese Entwicklung ist natürlich etwas, die birgt das Potenzial, dass sie sich auch zügig noch weiter beschleunigt, sollte der geldpolitische Exzess seitens der EZB so vorhalten oder anhalten eben in diesem Zusammenhang. Die aktuelle Entwicklung, die wir eben jetzt hier zu sehen bekommen, besagt an der Stelle eigentlich nichts weiter, als dass eben geldpolitisch eigentlich eine Reduktion nötig würde, diese allerdings nicht zu erwarten ist vor dem Hintergrund eben der Einbahnstraße, auf welcher sich die EZB schon seit langer, langer Zeit eben bewegt. Also das bedeutet, geldpolitisch restriktiverer Kurs, den sollte man hier an der Stelle nicht erwarten. Und genau dieser anziehende Inflationsdruck, den wir jetzt zu sehen bekommen, könnte dann natürlich früher oder später, der macht sich derzeit noch nicht bemerkbar, also wir sehen, dass der Euro zum US-Dollar hier keinerlei schärferen Pull-in sieht, also diese Aufwärtsstruktur weiter fortschreibt. Und wenn man das erklären müsste, würde jetzt wahrscheinlich der eine oder andere Analyst an der Stelle zum Schluss kommen und sagen, naja klar, wir haben diese Zinsspekulation, die da jetzt einsetzt. Ich glaube allerdings, dass das aktuell einfach größtenteils eine technische momentumsbeschleunigende Bewegung, besonders auch vielleicht begünstigt durch eben jüngsten Entwicklung im US-Dollar eben tatsächlich ist. Und dass wir dann eben tatsächlich eher hier damit rechnen sollten, dass über kurz oder lang es vielleicht zu Kapital, Abflüssen aus dem Euro kommt durch diesen steigenden Inflationsdruck und weil sich keine Änderung im Hinblick auf die geldpolitischen Aktivitäten seitens der Fed abzeichnet, dass es dann zu Kapitalrückflüssen, besonders in just jenem Moment, wo vielleicht sich nur ansatzweise ein Taper leicht auch nur abzeichnet, ein kurzer Spike oder weiter sich ein ausweitendes Zinsdifferenzial zwischen europäischen und US-amerikanischen Bonds beispielsweise zeigt, dass das eben dann Kapitalrückflüsse in den US-Dollar nach sich zieht, die dann eben hier ein Abdrehen und dann diesen Push in Richtung auch den Break unter 1,16 nach sich ziehen. Also möchte ich jetzt für die nächsten 6 bis 12 Monate eine Einschätzung abgeben, würde ich sagen, habe ich den Euro eher im Bereich um 1,10 und tiefer. Und gehe eher davon aus, dass der Abgabedruck sich auf den Euro oder im Euro weiter beschleunigen wird. Und eine erste Aufhellung wäre erst wirklich zu sehen, wenn wir über 1,19 laufen, von diesen Niveaus. An diese Niveaus könnten wir uns natürlich ranhangeln. Na klar, wenn die ADP-Zahlen morgen überzeugen, beziehungsweise also als Indikation für die Non-Farm Payrolls, beziehungsweise dann entsprechend eben die Non-Farm Payrolls am Freitag die Überzeugung übertreffen. Aber in Summe ist es auf jeden Fall einmal so, dass wir in dieser Konstellation hier eben entsprechend mit starken Zahlen, im Moment, andersrum gesprochen, wenn sie die Erwartung nicht erfüllen. Sollten diese allerdings die Erwartung erfüllen und es ist ebenfalls so ein Blockbuster-Report geben, wie wir ihn eben im letzten Monat zu sehen bekommen haben, also Anfang August gesehen bekommen haben, für Juli, dann wäre besonders im Hinblick auf die Arbeitslosenquote, dann wäre da eventuell wieder ein Aufbegehren des US-Dollars eben tatsächlich zu erwarten. Wir sehen übrigens, ich habe gerade parallel gesehen, dass hier der DAX jetzt beginnt, eine Beschleunigung in Richtung Allzeithochs auf den Weg zu bringen. Also, das könnte jetzt potenziell eine Squeeze-Bewegung initiieren, nicht zwangsläufig auf die Inflation zurückzuführen. Würde ich nicht machen, jedenfalls, aber
Wir brechen auf jeden Fall diese Konsolidierung, leicht höhere Hochs, die sich ausbilden, also Nachfrage, die reinkommt in den Markt. Und jetzt ist im Grunde genommen, ist nur noch eine Frage der Zeit, eine Frage wahrscheinlich von Minuten, bis es dann zu dem Push in oder auf neue Allzeithochs eben tatsächlich kommt. Wie gesagt, erstes Ziel auf der Oberseite wäre der Bereich um 16.100 Punkte, den ich da eben anvisieren würde, eben tatsächlich. So, ja, das also im Hinblick auf die Inflation. Euro, wie gesagt, Vorteil ist weiter eher long, aber die Chance-Risiko-Verhältnisse für auch kurzfristig orientierte Euro-USD Bullen, die sind auf jeden Fall nicht attraktiv. Ich gehe eher davon aus, dass wir vor der 1,19 wieder abkippen, sofern jedenfalls die Arbeitsmarktzahlen uns dort natürlich in die Karten spielen. Gold haben wir einen Blick drauf geworfen. Werfen wir noch hier final einen Blick auf Bitcoin an dieser Stelle. Werfen wir hier noch einen Blick auf Bitcoin. Da kam es jetzt zu einem, ich finde, recht brisanten Break dieser Trendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat. Erinnert euch dran, ich hatte die letzten Tage eigentlich ein verhältnismäßig bullisches Bild für Bitcoin skizziert und hatte auch gestern, glaube ich, kurz gucken, 27. oder Freitag war es. Am Freitag hatte ich hier gegen diese Region eigentlich einen Long zum Thema gemacht, der sich ja auch zunächst einmal jedenfalls anlaufend präsentiert hat. Aber statt des weiter fortführenden bullischen Momentums hier und des Breaks höher zurück über die 50.000er Marke, haben wir jetzt eben angefangen, nochmal so einen kleinen Pull-in zu sehen zu bekommen. Ich hatte dann gestern in diesem Bereich hier so ungefähr gegen die Region, ich glaube, das kommt zeitlich auch hin. Ja, hier so gegen die 48.000er Region eher die Long-Seite zum Thema gemacht. Wir drehten dann auch leicht auf, also wir sind kurz nochmal drunter geflasht, zogen dann nochmal an hier in den Abend hinein, haben wir jetzt über Nacht einen ziemlich brisanten Break zu sehen bekommen. Also nicht nur dieses Aufdrehens, sondern eben dieser übergeordneten Trendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat. Und jetzt ist tatsächlich der Moment gekommen, an dem die Bullen gefordert sind. Denn diese Region hier, um roundabout so 47.500 ungefähr, 47.500 US-Dollar ist ein Bereich, gegen welchen ich mir vorstellen könnte, dass wir hier überrollen und an dieser Stelle eben dann mit Unterschreiten dieser 46.500er Region eher nochmal einen Push auf der Unterseite zu sehen bekommen, was jetzt zunächst einmal jedenfalls das bullische Momentum zum Erliegen kommt. Das ist ein ganz wichtiger Bereich hier. Das ist das letzte relative Tief, was sich ausgebildet hat. Also mit Bruch unter dieses Level würde der Trend definitiv gebrochen werden. Dann wäre nämlich nicht nur hier diese Aufwärtstrendlinie entsprechend gebrochen, sondern es wäre dann eben diese Aufwärtsstruktur generell gebrochen. Das würde dann denkbar machen, dass wir nochmal in Gefilde bis mindestens 42.000 einknicken. Grundsätzlich ist das aber ein erstes Anzeichen eines kurzfristigen Tops mindestens, was sich hier rein technisch herauskristallisiert. Und sollte es jetzt nicht gelingen, und sieht erstmal nicht so aus, also wir rollen offensichtlich gegen diesen Bereich erneut über hier, 47.000, 48.000 rund gesprochen, hier in der letzten, ja, rund halben, dreiviertel Stunde, so Pi mal Daumen. Das ist definitiv besorgniserregend für die Bullen. Nochmal, sollten wir jetzt die nächtlichen Tiefs hier im Bereich um 46,8 nicht halten können, wäre da durchaus denkbar, dass wir einen bärischen Impuls nochmal zu sehen bekommen, der uns dann bis in Gefilde 44 und tiefer eben tatsächlich führt. Also das ist definitiv hier eine Schlüsselsituation, in der sich eben jetzt Bitcoin wiederfindet. Sollten wir vielleicht hier gegen die 47,3 nochmal kurz aufdrehen, nochmal den Bereich um 47,7, 47,8 zurücksetzen, aber es hier nicht packen, dann könnten wir gegen solch einen Bereich hier, könnte man sich short positionieren mit Stop oberhalb der Hochs. 48 wäre dann wahrscheinlich so das runde Level. Kleines Risiko, 250, $300, kommt man vielleicht hier auf der untergeordneten Zeitebene 5 Minuten rein und würde dann eben darauf spekulieren, dass es nochmal zu einem Push in Richtung 46,8 kommt und eventuell so einem Break tiefer, der uns bis in Gefilde, wie gesagt, 44 in den kommenden Tagen. Bitcoin ist ein bisschen volatiler, vielleicht sogar in den kommenden Stunden eben führen könnte. So, ja, nunmehr wäre es das tatsächlich meinerseits gewesen. Ja, dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche machen, warum der Stream sich gerade verabschiedet hat, aus welchen Gründen auch immer. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen irritiert. Letzte Woche Freitag war noch alles in bester Ordnung. Da gab es keinen zeitlichen Cap. Jetzt scheinen wir uns irgendwie hier mit 25 bzw. 30 Minuten Caps irgendwie rumzuschlagen, was aber ein bisschen unüblich ist, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ja, schauen wir einfach mal, was da der Grund ist.
Sofern euch dieses Video, wenn ihr euch jetzt die Aufzeichnung anguckt, wovon ich ja ausgehe, gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal und wir hören wieder voneinander morgen am Mittwoch, dem 1. September 2021, dann um 10.30 Uhr zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Marktes. Werfen wir einen Blick auf die Märkte, bereiten uns ein bisschen natürlich darauf vor, was wir im Hinblick auf die ADP-Zahlen zu erwarten haben. Wie gesagt, für diejenigen, welche die im Equities-Bereich tätig sind, die Zoom-Zahlen von gestern so spannend fanden, wie ich beispielsweise, die haben heute mit Zoom auf jeden Fall einen sehr, sehr attraktiven, interessanten Kandidaten. Wie gesagt, der Flush unter die 300 ist, denke ich, eine ernstzunehmende Option. Und dann schauen wir mal 280. Vielleicht der Bereich, der dann da gehalten werden kann, könnte durchaus interessant eben tatsächlich werden für, oder ausgehend von den Wachstumsaussichten eben für die Zukunft, dann auch für mittelfristige, längerfristige Engagements eben. Und soweit war es das meinerseits. Also, happy trading, passt auf die Stops auf. Wir hören wieder voneinander, dann morgen 10.30 Uhr am 1. September und soweit meinerseits. Also habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.